Okay, fangen wir an. Dann möchte ich euch alle ganz herzlich im Namen der N64 des Abgeordnetenbüro Reinhard und Höfinghoff willkommen heißen. Wir haben heute bei uns Uwe Lübbermann, seines Zeichen Mitgründer und Kollektivist beim Premium Cola Kollektiv, das jetzt seit 12,5 Jahren besteht und nicht seit 13 Jahren, wie in der Ankündigung. Der wird uns heute berichten über die Möglichkeiten, wie man Wirtschaft hacken kann, beziehungsweise anders machen kann, am Beispiel Premium Cola. Dann. Ja, vielen Dank für die Einladung. Bei N64 denke ich ja eher an was anderes, aber das ist auch lustig, dass hier so ein Büro dahinter steckt. Ich erzähle euch was über Wirtschaft hacken und das traue ich mich erst, seitdem ich in der Seabase schon mal vorgetragen habe und da haben die mich dann irgendwann zum Wirtschaftshacker ernannt, obwohl ich selber eigentlich kein richtiger Hacker bin, also nicht im Sinne von irgendwie mit Maschinen reden, sondern mit Linux rumklicken und mal eine Kommandozeile aus dem Netz kopieren und einfügen, sowas vielleicht, aber so ein richtiger Hacker eigentlich nicht, aber irgendwie doch mit Wirtschaft mache ich da vieles anders. Und meine Rolle heißt bei dem Kollektiv der zentrale Moderator. Da hört man schon so ein bisschen, dass ich eben nicht der Geschäftsführer bin, obwohl ich das formal als Inhaber vielleicht wäre. Und ich mache in diesem Unternehmen eigentlich aus BWL-Sicht alles falsch. Also wirklich fast alles, kann man sagen. Sagen auch BWL-Profs, wenn ich denen das mal vorstelle. Und andere Profs sagen so Sachen wie Nachhaltigkeitsperspektive ungemein inspirierend. Stefan Schaltegger zum Beispiel. Günter Faltin kennt ihr vielleicht als Autor von Kopfschläg Kapital, der sagt, das sei Pionierarbeit, obwohl er eigentlich der Pionier ist. Und besonders stolz bin ich auf den Nico Pech, das ist so ein Postwachstumsökonomie-Vordenker, der findet, das sei subversive Ökonomie, was wir da tun, was eigentlich dem entspricht, was ich machen will, nämlich reingehen in ein System, was mir nicht gefällt und das von innen heraus verändern, eben Wirtschaft hacken. Hacken ist so ein bisschen das Stichwort, ich habe mein eigenes WLAN mitgebracht, das findet ihr unter PirateBox und da kann man sich einloggen und irgendeinen Browser aufmachen und dann kann man die Präsentation sich runterladen und da ist auch ein bisschen Musik und ein bisschen PDF und Film und so und ich freue mich natürlich auch, wenn ihr mir da was hochladet. Okay, und extra für Gregor, der schon bei ein paar Vorträgen war, habe ich nicht nur das Thema Wirtschaft hacken mitgebracht, sondern auch so ein paar Themen, bei denen ich glaube, dass sie für die Piraten interessant sein könnten. Mhm. Wie man so ein Kollektiv moderieren kann, was man macht, wenn es knallt und solche Sachen. Das soll ja nicht langweilig sein für dich. Ne? Super, also freue ich mich. Okay, die Geschichte von Premium ist tatsächlich immer die gleiche. Wer es noch nicht kennt, ganz kurz. Über 14 Jahre ist es her, saß ich in der Badewanne und habe meine Lieblingscola getrunken, eine Afri. Und da war der Geschmack anders und das Koffein war nicht mehr da. Aber es war auf der Flasche nichts drauf, von wegen neues Rezept, andere Formel oder irgendwas. Und das hat sich für mich irgendwie ungleich angefühlt. Also die Industrie macht irgendwas und der Konsument soll das irgendwie hinnehmen, der wird nicht mal informiert. Und das hat mir nicht gefallen, könnt ihr euch schon irgendwie denken. Und dahinter steckt für mich so eine Grundannahme, die ich damals nicht so klar sagen konnte, aber heute formulieren kann. Ich möchte gern, dass Menschen irgendwie alle gleichwertig sind, in Anführungsstrichen, oder gleichwürdig. Gleichberechtigt, je nachdem, wie man das aufhängt, irgendwie so eine möglichst Gleichheit. Ich weiß, es ist eine Illusion, aber irgendwie so als Grundvorstellung. Nach Hautfarbe, Geschlecht, Herkunft sollten wir, glaube ich, eh alle einig sein. Aber auch nach der Frage, ist das jemand, der extern oder intern ist zum Beispiel, sollte gleich wichtig sein. Ist es jemand ein großer, kleiner Kunde? Ist es ein Dienstleister oder ein Großhändler? Sollte irgendwie alles so eine Gleichwertigkeit haben. Nur weil mir jetzt irgendwas gehört, sollte ich nicht der Einzige sein, der das bestimmt, was da passiert. Und mit diesem Gedanken, damals noch nicht so klar ausformuliert, habe ich dann angefangen, so eine Protestaktion aufzumachen. Habe also eine Homepage gemacht und habe irgendwie aufgeschrieben, ein anderes Rezept und Skandal, heimlich verändert und so. Und habe versucht, mit Pressemeldungen und Bannertausch und sowas gab es damals noch, Schwung da reinzukriegen. Frühe Prosumer-Aktion, könnte man sagen. Und habe versucht, irgendwie diese AG, eine AG war das zu dem Zeitpunkt schon, zum Umlenken zu bewegen. Toller Plan, ne? So als Einzelner so eine AG irgendwie zum Umlenken bewegen. Aber mit den Möglichkeiten des Netzes gab es dann zu der Zeit relativ viel, 1000 Besucher am Tag auf der Homepage und regelmäßig Pressemeldungen und 780 Leute in so einem Mailverteiler und so weiter. Also irgendwie wurde ich dann doch ernst genommen und kriegte da regelmäßig Kontakt und wurde eingeladen und hatte sogar einen eigenen Ansprechpartner und das war der Krisenmanager bei denen. Kunden wollen reden, auf Augenhöhe kommen, das ist gleich eine Krise. Okay, 2 Jahre habe ich das gemacht. Und dann kam Afri Light in der Plastikflasche raus und das hat mir gezeigt, die haben das gar nicht verstanden, was eigentlich der Sinn war. Ne? Man redet mal auf Augenhöhe und die bereiten das aber trotzdem heimlich vor, machen wieder diesen hier. Und du hast einen Krisenmanager. Genau, so. Und dann habe ich Glück gehabt und habe einen Tipp gekriegt, wo das echte Rezept noch zu haben wäre. Das ist nämlich in der Getränkewelt sehr häufig getrennt. Gibt es also einen Rezeptgeber oder einen Grundstoffhersteller und einen Markengeber und Produzenten.
Und dann konnten wir also, oder konnte ich an Afri vorbei und haben einfach mal so 1000 Flaschen produziert und an die Leute von der Homepage verschickt per Post. Und dann waren die weg, dann gab es noch 1000. Und dann gab es 2000, dann hatte ich eine Getränkemarke gegründet. Das ist tatsächlich relativ leicht. Aber das Problem war, ich wusste nicht, wie man das jetzt macht. Also Logistik, Produktion, Liquiditätsvorausschau, keine Ahnung. Und ich wollte auf keinen Fall jetzt der werden, der das dann bestimmt als Inhaber. Also habe ich alle Leute eingeladen, die nach und nach dazu kamen. Den ersten Händler, den ersten Gastronomen, den ersten Spediteur, Etikettendrucker und natürlich auch die Endkunden. Jeden Sonntagabend in Pudel zu kommen und da in so einer kleinen Runde alle Fragen zu besprechen, die sich ergaben. Wer kriegt welche Anteile, was kostet das für wen, wie muss das verpackt sein, welche Abläufe brauchen wir und so weiter. Und dann so lange zu reden, bis alle dann wirklich einverstanden sind. Und das ist schon das ganze Geheimnis, könnte man sagen, dieses Projekts. Zu Anfang ist das anstrengend und es dauert und man redet mal 4 Monate über 6 Worte auf dem Etikett und so Sachen. Aber irgendwann dreht sich das und wird das eine ganz angenehme und entspannte Geschichte. Das ist vergleichbar mit dem Einzug in eine WG, würde ich mal so behaupten. Da gibt es auch Räumlichkeiten, die bestimmte Bedingungen haben. Hier so ein Grundriss als Beispiel. Und das findet man erstmal so vor, wie so ein Wirtschaftsrahmen. Da muss man erstmal mit umgehen und muss sich einigen, wer wo einzieht, unter welchen Bedingungen. Und das mache ich öfter an Unis zum Beispiel als Workshop. Dann redet man eben. Oder andersrum, wenn man das jetzt so macht, wie normale Wirtschaft das tut, dann entscheidet der Inhaber der Wohnung, wer wo einzieht. Da ist die Chance gering, dass die Bedarfe der Leute gut mit eingebaut werden. Wenn man Basisdemokratie macht, dann ist das schon besser, dann wird also abgestimmt und irgendeiner muss dann hier in Zimmer 2 und ist vielleicht nicht so zufrieden. Und der eigentliche Weg, wie man das machen will, ist Konsensdemokratie, also so lange reden, bis man Lösungen findet, für die dann wirklich alle irgendwie ein Einverständnis geben und dann hat man ein WG-Klima, was unschlagbar positiv ist. Und auf Unternehmenssicht übertragen, hat man dann ein Unternehmensklima und Lieferanten- und Partnerklima, was unschlagbar ist. Und wenn man das so macht, muss man anders mit den Ergebnissen umgehen, mit Verträgen umgehen. Ein Vertrag hat idealerweise ja den Zweck, dass man zu einem bestimmten Zeitpunkt sich auf Augenhöhe zu etwas einigt und das dann über eine bestimmte Zeit festschreibt, dass das dann so bleiben soll. Jetzt kann es aber sein, dass innerhalb dieser Zeit sich irgendeine Rahmenbedingung wandelt oder irgendjemand eine bessere Idee hat oder irgendwie doch nicht mehr mag. Und dann kann er aber nicht raus, weil es einen Vertrag gibt. Und das führt dann dazu, dass die Person dann wieder hier unten landet und eben nicht so auf Augenhöhe ist. Und deswegen habe ich von Anfang an mich drum gedrückt und habe das bis heute auch so durchgezogen, nicht einen einzigen schriftlichen Vertrag zu machen. Das heißt, jeder kann jederzeit gehen. Und das macht es im ersten Moment zu einer instabilen Geschichte, könnte man denken. Ich glaube aber, das wird dadurch stabiler, weil die Leute, die jetzt dabei sind, weil sie das wollen. Das ist schon mal eine ganz andere Grundlage. Dann, wenn sich irgendwas dann wandelt und irgendjemand will eigentlich raus und in einer normalen Welt könnte er es nicht, aber hier kann man dann einfach ins Kollektiv gehen und so lange reden, bis man dann eine neue Lösung hat quasi, dann hat man eine bessere Grundlage, eine bessere Vereinbarung, als man sie vorher hatte. Ist also auch noch sozialer und dadurch stabiler und dieser Grundgedanke, dieser Augenhöhe wird auch sanft auf die Beteiligten übertragen, weil alle ja wissen, dass der andere jederzeit gehen kann. Normale Getränkewirtschaft geht zum Beispiel so, dass der Großhändler dem Spediteur einen Rahmenvertrag sozusagen aufdrückt und man macht einen Rahmenvertrag mit Preisen und Mengen und dann wird nur noch der Termin geschickt und der Fahrer muss springen. Und das ist hier anders, da muss der Großhändler den Spediteur fragen. Ich habe die Menge zu bewegen, von A nach B, möchtest du das machen? Wann ungefähr? Termine gibt es auch nicht, außer bei Festivals. Und was brauchst du dafür? Und dann wird sich geeinigt und dann wird das gefahren. So. Und dann hat man eine Augenhöhe auch zwischen den Beteiligten und das ganze Netzwerk wird so ein bisschen mehr auf Miteinander gepolt. Und diese Konsensdemokratie, die ist vom Verfahren her relativ simpel. Da kann jede Person, jeder Mensch jedes Thema eingeben, egal ob es der eigene Fachbereich ist oder nicht. Und egal, ob ein Endkunde jetzt eine Kalkulationsfrage aufwirft, völlig egal. Jeder kann jedes Thema aufwerfen und jeder kann zu jedem Thema auch was sagen. Dadurch verbinden wir das Wissen der Fachleute, was wir über Logistik zum Beispiel brauchen, mit der freien, laienhaften Herangehensweise von Endkunden zum Beispiel und finden dadurch bessere Lösungen, als die alleine das könnten. Und dann wird von allen Seiten diskutiert und hin und her und jeder kann was dazu sagen und irgendwann sind so alle Argumente ausgetauscht und dann macht ein Mensch einen Beschlussvorschlag. Meistens bin ich das, aber nicht immer. Und dann können die Beteiligten diese 4+1 Haltung dazu annehmen. Die erste Haltung ist, alles grün, alles cool, einverstanden, Idealfall. Zweite Haltung hat man auch manchmal, so Geschmacksfragen, mir gefällt die Farbe nicht, aber leichter Einwand ist in Ordnung, können wir machen. Dritte Haltung wäre, ich habe schwere Bedenken, weil das zum Beispiel unserer Grundidee der Gleichwertigkeit widerspricht, dieser Vorschlag, wir müssen nochmal reden.
Und der vierte Punkt wäre, okay, ich will irgendwie den Prozess nicht blockieren, ich mag zwar das Ergebnis nicht so ganz, aber ich ziehe mich zurück, ist in Ordnung. Und diese vier Haltungen sind formal immer noch ein erzielter Konsens, sodass man erstmal mit dieser Lösung weitermachen kann, bis jemand anders das Thema nochmal rausholt. Und das heißt, so eine Entscheidung kann über Jahre, Jahrzehnte stabil sein, wenn niemand sie nochmal rausholt, kann aber auch jederzeit rausgeholt werden und auch mehrmals in Reihe, wenn sich dauernd irgendwas ändert zum Beispiel. Und dadurch wird es auch ziemlich schwer, übrigens einzelne Personen auszubeuten, weil die dann einfach das immer wieder rausholen zum Beispiel oder ihr Veto sogar einlegen. Das wäre die fünfte Haltung. Jeder Beteiligte in diesem Kollektiv kann jede Entscheidung mit einem Veto blockieren. Und das klingt auch erstmal unmachbar, als ob wir dauernd Vetos hätten und das würde sich gar nichts bewegen. Aber in der Praxis haben wir das so einmal im Jahr, dass wirklich jemand ein hartes Veto einlegt. Und ich glaube, das ist so ganz gut zu machen, so zur Entscheidung zu kommen. Bei uns ist die Form so, dass wir einen Mailverteiler haben seit 11 Jahren mit allen Vor- und Nachteilen, die das hat. Alles andere wird nicht benutzt. Leider, Mail muss es sein, muss Maria immer ins Postfach kommen und dann kann jeder sich dazu äußern oder auch nicht. Nicht äußern gilt als Zustimmung. Das heißt, man muss also nicht das verfolgen oder irgendwas dazu sagen, aber jeder Beteiligte könnte. Und trotzdem muss man sich vorbereiten auf den Fall, dass man sich lähmt. Das geht ja auch, dass irgendeiner immer sein Veto einlegt, nur um, weiß ich auch nicht, weil er einen schlechten Tag hat oder so. Und dann könnte man zum Beispiel nicht produzieren und würde dann irgendwie einen Lebensunterhalt von Leuten nicht generieren können, nur weil einem die Farbe nicht gefällt. Das wäre irgendwie blöd. Also braucht man einen Notausgang dafür, der heißt bei uns Notentscheidung und sagt, wenn wir uns selber lähmen, sodass wir nicht produzieren, nicht arbeiten können und konkret die Lebensunterhalte von den Leuten verloren gehen, dann darf ich entscheiden. So ein Notstandsgesetz könnte man sagen. Und das könnte heißen, dass ich das jeden Tag ausrufe. So, wir haben jetzt einen Notstand, ne? Ich muss jetzt mal selber entscheiden. Und das ist natürlich erstmal verlockend, aber erstmal will ich das gar nicht, weil ich nur eine Person bin und ich habe auch nur einen begrenzten Wissens- und Erfahrungsschatz und das wäre schön blöd, wenn ich alleine alles bestimme. Und wenn ich das täte, dann rennen die Leute weg, weil ich denen ja Konsensdemokratie versprochen habe von Anfang an. Und das kann man also nicht machen, die haben ja auch keinen Vertrag, also muss ich mich da benehmen und das ganz, ganz selten nur verwenden, wenn es wirklich absolut eindeutig ist. Und das gab es in über 12 Jahren zweimal, so ein Fall. Einmal um ein Kunstbild auf den Rückseiten und das zweite Mal um eine Textzeile auf den Vorderseiten. Und in beiden Fällen gab es nicht mal so richtig Geschädigte, die ihr Veto hätten einlegen müssen. Wir wurden uns aber nicht einig. Bisschen auch Geschmacksfrage, könnte man sagen. Also habe ich im ersten Fall gesagt, wir drucken mal jetzt ohne Bild. Ne? Kein Geschädigter, mal kein Bild auf den Flaschen. Und im zweiten Fall, wir machen ausnahmsweise mal eine Mehrheitsentscheidung. Und das war's. Und das so zu machen, das geht. Das ist das eigentlich Komische daran. Das geht mit einigen 10.000 Endkunden, die da mitreden könnten, weil wir letztes Jahr 1 Million Flaschen bewegt haben. Das ist, dreht sich um 1650 gewerbliche Partner mit jeweils auch mehreren Mitarbeitern teilweise, mit 674 Verkaufsstellen, die darin enthalten sind, 6 Leute im sogenannten Orga-Team und ganz am Ende mich als Verantwortlichen. Und das Ganze ist auch noch in 200 Städte verteilt, in Deutschland, Österreich, Schweiz. Und das nennen wir Kollektiv und das funktioniert. Und immer wenn ich das erzähle, bin ich selber erstaunt, dass das funktioniert, weil man eigentlich denkt, so, das geht nicht, ne? Das geht irgendwie doch. Und ich glaube, dass das geht, das hat bei uns bestimmte Voraussetzungen, warum das geklappt hat. Und die habe ich extra nochmal mitgebracht, weil ich glaube auch, oder weil ich glaube, dass bei den Piraten Sachen passiert sind, die bei uns nicht passiert sind und vielleicht ist das nicht vergleichbar, aber vielleicht könnt ihr was gebrauchen von dem, warum es bei uns geklappt hat. Ich glaube, es gibt Voraussetzungen dafür, warum das funktionieren oder wie das funktionieren kann. Man braucht erstmal eine zentrale Person oder Personen, die diesen Restführungsanspruch, nenne ich es mal, nicht haben. Fast alle Menschen, mit denen ich zusammenarbeite, haben das doch noch irgendwie, wenn sie dann in eine Rolle kommen, dass sie einen Job machen, dann wollen sie dann doch bestimmen. Und nicht sofort vielleicht, aber irgendwann kommt das, dass sie doch nochmal wieder bestimmen wollen. Und das muss, glaube ich, irgendwie raus. Da muss man irgendwie zentrale Personen haben, die das nicht wollen, sondern das Gegenteil wollen. Und dann braucht man natürlich die andere Seite. Man braucht Menschen, die jetzt nicht solche Diskussionen als Verhandlung begreifen und ihren Vorteil da durchsetzen wollen, sondern die das Gemeinsame sehen und eben mit offenen Händen quasi in sowas reingehen und nicht mit einer Faust oder irgendwie sowas. Und das bedingt sich irgendwie gegenseitig. Also wenn die zentralen Personen doch noch irgendwie Geschäftsführer markieren, dann sind die anderen Leute auch schneller dabei, doch wieder in eine Verhandlung zu gehen sozusagen. Und umgekehrt natürlich auch, ist auch verlockend, wenn jemand sich daneben benimmt, dass man dann doch wieder Geschäftsführer wird. Aber da muss man, glaube ich, immer sozusagen auf dieser Basis bleiben. Und dann haben wir das Ganze sehr langsam und schrittweise aufgebaut, das erkläre ich noch, also Stadt für Stadt und nach. Und ich glaube, das gibt dem Ganzen oder gab dem Ganzen eine Gelegenheit, sowas wie eine Kultur zu entwickeln
und auch immer sozusagen die Beschlüsse erstmal niederzulegen und als neue Basis zu nehmen für die Leute, die dann dazukommen. Und dadurch kriegt das nicht so eine Dynamik, dass gleich 1000 Leute sich auf Grundlagen einigen müssen, sondern zu Anfang waren wir halt so zwischen 2 und 12 in diesen Runden. Und das kriegt man hin. So, und dann hat man eine Grundlage, macht man das nächste, wieder die Grundlage und dann werden das zwar mehr Leute, aber es gibt immer eine Grundlage, mit der man erstmal arbeitet. So. Und das war bei den Piraten, glaube ich, anders. Also ich war selber auch Pirat bis vor ein paar Monaten und ich finde das sehr schade, wie da die Entwicklung verlaufen ist und verläuft. Und ich glaube, dass wir die dringend brauchen, die Piraten, aber da irgendwie brauchen wir die anders so. Was wir auch anders gemacht haben, dass wir bei den zentralen Funktionen eine Kontinuität haben, also nicht einen regelmäßigen, pflichtgemäßen Wechsel. Ich kann das nachvollziehen, dass man das haben will, um sowas wie informelle Macht zu verhindern. Aber ich glaube, das ist für ein Projekt gefährlich, wenn sozusagen immer jemand anders am Steuer sich befindet, auch in einzelnen Abteilungen. Oder andersrum betrachtet, wenn man dazu Leute hat, die das können sozusagen, eben nicht Geschäftsführer sein wollen, sondern das irgendwie weich machen, dann ist es schlau, eine Kontinuität in dem Projekt zu haben und auch das Vertrauensverhältnis miteinander über Jahre aufbauen zu können. Das haben wir so gemacht und ich glaube, das war ein Schlüssel, warum das funktioniert hat. Und dann braucht man noch so ein bisschen Handwerkszeug, glaube ich. Wir haben 8+2 so Moderationstechniken über die Jahre uns erarbeitet, die einerseits sachlich für das Finden von Entscheidungen hilfreich sind, aber auch für so ein Gesamtklima, in dem es immer eben ums Miteinander geht. Und diese 8+2 Techniken stelle ich euch mal kurz vor. Das ist jetzt ein bisschen viel Text auf der Folie, danach gibt es wieder mehr Bilder. Was ich euch jetzt erzähle, kommt nicht von mir, sondern das ist von einem Österreicher, der uns untersucht hat, als eine von jetzt 30 wissenschaftlichen Arbeiten, die uns in die Lupe genommen haben. Und der macht eine Doktorarbeit über uns und hat unter anderem untersucht, wie wir mit Konflikten umgehen. Das ist der Titel der Arbeit, also Englisch, Konfliktkompetenzen, wie wir das machen. Und da gibt es 8 Methoden sozusagen, die wir da anwenden. Die erste wäre, dass wir aktiv zu Konflikten auffordern, im Sinne von, ich vermute, du hast eine andere Meinung zu dem Thema, sag die doch mal. Oder ich bin relativ sicher, dass du das nicht so siehst, wie wir es jetzt diskutieren, bitte äußere dich doch mal, weil wir wollen deine Stimme auch hören. Also das aktiv sozusagen anstoßen. Das ist das eine. Dann das zweite, diese ganzen Konfliktprozesse, Konflikt in Anführungsstrichen, also Konflikt heißt hier Diskussion, die sollten transparent sein, so weit wie möglich. Also jetzt nicht irgendwie ein Orga-Team-Zirkel haben, der dann irgendwas vorbereitet und entscheidet, dann ist das so, sondern möglichst alle sollen da irgendwie reingucken können und natürlich auch in die Grundlagen dafür reingucken können. Man muss also die Buchhaltung offenlegen, die Herkunft der Zutaten offenlegen, Gesprächsberichte machen und so weiter und auch den Prozess, wie sowas diskutiert wird, möglichst für alle sichtbar machen. Und dadurch schafft man es, glaube ich, dass so ein Vertrauensverhältnis irgendwie sich besser bilden kann. Und dann hilft es, glaube ich, zumindest hat er das so rausgefunden, also das ist wie gesagt nicht von mir, der hat das so analysiert und festgestellt, sagt er, das sind seine Findings, dass wir jetzt nicht irgendwie so ein Code of Conduct zum Beispiel haben, wie genau wir mit Diskussionen umgehen wollen, sondern wir haben eher sowas wie einen Minimalkonsens, wie wir das eigentlich haben wollen. Also so einen minimalen Wertkonsens und so einen minimalen Regelkonsens sozusagen. Das sind diese kursiv geschriebenen Teile, also das sind die Unterpunkte zum diesem Agreeing On. Und er meint, also das sei wichtig, dass wir uns erstmal grundsätzlich zu der Premium-Mission stellen. Die lautete bis vor einem Jahr, Premium will die Welt verbessern, indem wir ein menschliches und nachhaltiges Wirtschaftsmodell besser funktionierend und tragfähig vorleben und verbreiten. Ziemlich lang, aber im Konsens verabschiedet, als Grundlage erstmal. Und das muss sozusagen von den Beteiligten erstmal angenommen werden. Wenn man da reingeht, dann will man das auch sozusagen. Kann man das weiterentwickeln, aber das ist erstmal der Punkt. Dann der zweite Unterpunkt davon wäre, dass man andere Meinungen natürlich als solche erstmal respektiert und andere Haltungen, andere Bedürfnisse und so weiter. Und das ist ja nicht unbedingt selbstverständlich, obwohl ich das natürlich schon so finde. Und das hat er aber festgestellt, das ist bei uns wohl sehr ausgeprägt. Und dann hat er gesehen, dass wir deutlich unterscheiden zwischen einem Argument für eine Sache und einer menschlichen Beziehung, die irgendwie in dieses Argument mit reinspielt. Also es gibt andersrum betrachtet bei uns anscheinend kaum sowas wie Netzwerke, Seilschaften, die gemeinsam irgendwie versuchen, Themen durchzubringen, sondern es ist wohl sehr getrennt von den Diskussionen und den Inhalten zu den Beziehungen zwischen den Leuten. Und ich weiß nicht genau, wie das gelungen ist, aber das scheint ein Faktor zu sein, hat der Florian zumindest raus analysiert. Das waren die ersten 3. Dann gibt es noch weitere 5, die er gesagt hat, die bei uns auftreten. Und zwar, dass wir zwar sehr offen sind in so dem, was wir diskutieren wollen und wie und mit wem, aber dass es durchaus auch so eine Aufsicht braucht, was eigentlich nicht mehr okay ist in den Entscheidungen, aber auch in der Form. Wir haben Leute zum Beispiel dabei, die sagen, hey, wenn Premium irgendwann mit
Aldi arbeitet, dann gehe ich. So, und das ist dann ganz klar, dass da die Meinung ist, hier ist eine Grenze erreicht. Es gibt andere Leute, oder ich persönlich würde zum Beispiel sagen, wenn wir irgendwann gewinnorientiert werden, dann ist das nicht mehr mein Projekt zum Beispiel. So, und das sind so quasi sachliche Grenzen, wo für die Einzelnen die Toleranz aufhört. Aber es gibt natürlich auch Formgrenzen, die liegen bei uns sehr weit hinten. Also man kann sich da relativ viel erlauben in so einem Mailverteiler. Aber wir hatten zum Beispiel in über 12 Jahren nur einmal den Fall, dass jemand mit Moderation bedroht werden musste, weil er so sehr aus der Rolle gefallen ist. Diese Person hat andere Leute befragt, mit ausländischen Vornamen, nach Aufenthaltsgenehmigung und Familiengröße in dem Verteiler. Das war, glaube ich, eine sehr deutliche Diskriminierung nach ausländischen Vornamen. Das war dann einmal der Punkt, wo ich gesagt habe, also spätestens jetzt, wenn du das nicht lässt, wirst du auf moderiert geschaltet. Das hat aber gereicht, also ich muss das nicht mehr machen. Und das ist, glaube ich, oder sagt zumindest Florian, nötig, dass man irgendwo das zwar weich hält, aber ganz klar definiert, hier ist die Grenze bis hier und nicht weiter. Okay, was er auch gesehen hat, war in den Diskussionsprozessen, dass es wichtig ist, die eigene Meinung so ein bisschen zurückzunehmen, also zwar zu äußern, das kommt wohl öfter auch mal vor, und dann zu sagen, ich sehe das zwar so, ich finde das so besser, aber wenn ihr das anders haben wollt, gehe ich da mit. Das ist in Ordnung, ich ziehe mich sozusagen zurück. Oder in meiner Funktion ganz klar, ich möchte seit Jahren die Farbe der Deckel abschaffen, ich komme damit nicht durch, ist in Ordnung, dann ist es so, muss ich mich auch zurücknehmen sozusagen. Und das spielt so ein bisschen rein in den nächsten Punkt, dass man unterscheiden sollte oder anscheinend, dass wir das tun, also das sind ja Findings quasi, zu unterscheiden zwischen dem, was eine persönliche Meinung ist von einem selber und einer Tatsache. Das wird ja manchmal auch so vermischt so ein bisschen, um dem Argument mehr Gewicht zu verleihen und anscheinend ist es bei uns ganz gut getrennt, dass gesagt wird, also ich habe diese Sichtweise und das ist aber jetzt ein Fakt, den man irgendwie belegen kann und da muss man irgendwie unterscheiden. Und dann haben wir anscheinend auch Techniken, wie man denn mit Aggressionen umgeht. Die treten natürlich auch auf. Ne? Nicht jeder hat mal immer einen guten Tag. Und da wird wohl offensichtlich sehr viel mit Witzen dann gearbeitet. Ne? Wenn sich einer aufregt, dann wird irgendwie, ah, der hat schon wieder, weiß ich nicht, schlechte Premium getrunken oder sein Computer ist ihm abgeraucht oder irgendwie, es wird also so versucht. Und da wird das irgendwie abgeleitet so ein bisschen. Und insgesamt, das ist so das letzte Finding, gelingt es uns anscheinend, die ganzen Verhandlungen, so nennt er es hier, die Diskussionen, in einer sehr, sehr non-violent Form zu machen. Also, dass das irgendwie sehr, sehr angenehm und stressfrei verläuft. Und das habe ich selber gar nicht so gesehen, weil ich andere Mailinglisten kaum kenne, aber das hat der Gregor nämlich gesehen. Und du hast mal so einen schönen Satz über die Mailingliste gesagt, das ist die einzig erträgliche oder sowas? Das ist die einzige, die ich kenne, die funktioniert. Okay, das ist schon ein ziemlich derbes Statement. Also diese Arbeit, aus der ich jetzt gerade hier zitiert habe, die kriegt ihr auch gern, die ist auch Open Source, also wer da genauer reingucken will, kann die sich natürlich angucken. Auch jahrelang Archiv nachlesen, das ist auch seit Jahren funktioniert. Ja, genau, das geht auch. Okay. Das waren jetzt die 8 Methoden, die wir offensichtlich in Friedenszeiten anwenden. Und es gibt aber noch so Methoden, die man braucht, wenn es mal knallt. Und das gab es durchaus auch. Oder gibt es ab und zu, aber auch eben sehr selten. Und da habe ich irgendwie so 2 Methodensätze entwickelt für den Umgang mit Leuten, die sich daneben benehmen. Das eine, das oberste, ist das offene Händeprinzip, so nenne ich das. Also wenn man jemand gegenüber sitzt, der doch irgendwie in so eine Verhandlungshaltung fällt und seinen Vorteil erreichen will, Getränkehändler sind das manchmal, dann fahre ich in der Regel hin und lege wirklich physisch beide Hände auf den Tisch und sage, hey, wir haben hier unterschiedliche Sichtweisen, was du hier an Spanne brauchst und was du an Rabatten brauchst. Wir haben nur einen, den erkläre ich noch. Und wie das Ganze aussehen soll, das verstehe ich noch nicht. Lass uns das mal irgendwie lösen. Ich will das lösen. Ich will also aufnehmen, was dein Bedarf ist. Und dann reden wir lange. Und mit lange meine ich Monate. Und das ist extra so lange, damit er Gelegenheit hat, diese Haltung zu überdenken. Und alle anderen Gelegenheit haben zu sehen, dass es diesen Raum gibt, dass man also lange wirklich auch teilweise abstruse Forderungen stellen kann und trotzdem nicht gleich abgebügelt wird. Es muss also viel Raum für sowas geben. Und erst wenn wirklich offensichtlich wird, auch mit kollektiver Rückkopplung, ohne Namen natürlich, dass der andere nicht lösen will, dann hebe ich eine Hand und sage, wir können auch ohne dich arbeiten. Wir haben ja auch keinen Vertrag, ne? Wir haben eine Alternative vorbereitet. Wir wollen aber lösen. Die andere Hand ist immer noch auf dem Tisch. Lass uns lösen, bitte. Und spätestens damit kriegt man sie fast alle. Es gibt 2 Rauswürfe von Händlern in über 12 Jahren, wo das nicht mehr ging. Das wäre dann die beide Hände nach oben. Ne? Das geht nicht mehr, wir können miteinander nicht arbeiten. Du willst hier nur deinen Vorteil, da kommen wir nicht klar. Und das hat funktioniert. Deswegen scheint das irgendwie eine Methode zu sein, die was taugt. Und dann gibt es noch so Leute, die nicht nur ihren eigenen Vorteil durchboxen wollen. Hereinspaziert.
sondern die Schaden anrichten wollen. So jemand hatten wir auch. Der wollte dann zum Beispiel das Vierfache von allen anderen verdienen, obwohl wir einen Einheitslohn haben. Das wäre noch eher eigener Vorteil. Aber dann, als das nicht durchging, hat er dann angefangen, diese ausländischen Kollegen zu diskriminieren oder hat mich als Arschloch beschimpft zum Beispiel und so weiter. Hat sich also erhöht in so einer Kultur, die eigentlich eine Augenhöhe will. Und wenn jemand das macht, sich erhöht, dann habe ich drei Möglichkeiten, darauf zu reagieren. Ich kann mir das gefallen lassen. Ich kann mich auch erhöhen und streiten. Oder ich kann mich noch weiter erhöhen und sagen, ich bin hier der Inhaber, du hältst mal den Mund. Oder du fliegst raus. Ne? Wäre ja möglich. Wenn du in einer normalen Firma den Chef als Arschloch beschimpfst, dann ist das dein Ticket. So, ne? Ich habe das irgendwie nicht gemacht, weil ich das nicht wollte. Ganz klar. Ich will auch eigentlich nicht streiten. Ab und zu ist mir das nicht gelungen. Aber eigentlich will ich mir das gefallen lassen. Das habe ich vom Gefühl her einfach so gemacht, weil ich wollte, dass alle anderen auch sehen, wenn es knallt, werde ich nicht zum Streithansel und werde ich auch nicht zum Geschäftsführer, sondern ich bleibe hier. Diese Grundhaltung wird nicht bewegt, sozusagen. Und dadurch hat die andere Seite drei Möglichkeiten. Sie kann weitermachen und immer weitermachen und lernen, da bewegt sich gar nichts. Und es gab es auch durchaus Leute, ein, zwei, aber nicht viele, aber ein, zwei, die das dann gemacht haben über lange Zeit. Und das hat sehr viel Nerven, Energie gekostet. Aber es hat allen anderen gezeigt, wenn es knallt, dann werde ich nicht zum Geschäftsführer, sondern es wird hier nicht die Haltung verraten. Und dann kann, das ist dann aufgetreten eigentlich bei einem von den beiden, kann es sich selbst wieder reduzieren. Kann also sehen, auf die Art komme ich überhaupt nicht weiter, ich reduziere mich wieder. Zweite Möglichkeit ist, diese Person kann von anderen reduziert werden. Sag mal, wie redest du hier mit den Leuten? Wir wollen so nicht miteinander arbeiten, mach das zum Thema und wir wollen, dass du dich reduzierst. Das gab es auch. Und die dritte Variante ist, diese Person kann immer weitermachen und eskalieren und noch mehr Stress machen und was klauen zum Beispiel oder wirklich massiv andere beschimpfen irgendwas und dann kann man sie rausschmeißen. So, und so einen Fall gab es auch, zweimal in über 12 Jahren. Das heißt, das hat ganz gut geklappt, dass wir mit dieser Strategie sozusagen diesen Frieden da bewahren. Und aus dem letzten, also wir hatten einen wirklich harten Krisenfall, der ist dann auch zum Troll geworden nachher und so. Wenn ihr wollt, erzähle ich da am Schluss noch, was hier mit Trollen umgeht. Haben zumindest die Kollektivisten rückgemeldet, das Klima insgesamt nochmal wesentlich verbessert. Weil alle gesehen haben, wie nicht nur in Friedenszeiten da gearbeitet wird, sondern auch vor allem in der Krise, wie dann immer noch sozusagen das hier gewahrt bleibt. Okay, wenn man das so macht, so einen Laden so betreiben, dann ändert sich sehr viel. Sichtbar war das relativ früh, wie so ein Produkt aussieht. Das ist das Hauptprodukt und da sind 2 von 3 Etiketten weggelassen zum Beispiel. Dann ist es ein Recyclinganteil Papier, ein veganer Etikettenleim und ein Kronkorken aus Weißblech und ganz viel so Zeug und Standardflaschen, die man teilen kann mit anderen. Schwarze Kisten mit viel Recyclinganteil, also sehr viele Änderungen schon sehr früh in das Ganze eingebaut, um das ressourcensparend zu machen, obwohl ich den Begriff Nachhaltigkeit noch nicht kannte, und möglichst optisch dezent zu machen, damit das nicht irgendwie aufdringlich ist. Weil sonst will ja ein Produkt Aufmerksamkeit erregen, ne, damit man das kauft. Und das soll irgendwie eher das Gegenteil machen, so ein bisschen sich zurückhaltend verhalten. Und dann war die Frage, also wie kommen wir denn jetzt zu Kunden, wenn wir uns so viele Gedanken schon gemacht haben über besseres Wirtschaften. Und dann habe ich gedacht, man braucht jetzt irgendwie Außendienstler, die rumfahren. Es hat sich aber ziemlich schnell gezeigt, dass wir das nicht brauchen, weil nämlich überzeugte Endkunden, die diesen freiwilligen Augenhöheansatz so gut fanden, losgegangen sind und ihre 5 Lieblingskneipen angesprochen haben. Und mit den 5 Kneipen oder Bars, Clubs, Cafés kann man dann den Händler überzeugen, der die eh schon beliefert, und kann dann mit dem Händler wiederum den Großhändler überzeugen und kann sich so Schritt für Schritt so eine 2-stufige Logistikstruktur aufbauen. Und Schritt für Schritt ist ein guter Schlüsselbegriff, weil das bedeutet, dass man irgendwie so um das Gründen drumherum kommt. Weil ich hätte ja spätestens jetzt, das ist so 3-4 Jahre im Projekt, mal gründen müssen. Also so einen Businessplan schreiben und mir Geld leihen und zur Bank gehen und irgendwie meinen Job kündigen mit vollem Risiko dieses Unternehmen betreiben. Risikobereitschaft wird ja sogar als gut gesehen bei Unternehmern. Und ich glaube, das ist irgendwie gar nicht so schlau, das so zu machen, weil man dann an den Anfang des Ganzen, wo man noch gar keine Erfahrung hat, keine Ressourcen, keine eigenen Fähigkeiten vielleicht entwickeln kann, kein Netzwerk, das ganze Risiko dahin bündelt und noch seinen Job irgendwie gekündigt hat, dass man also darauf angewiesen ist und dann noch den Druck von der Bank hinzufügt, dass man die Raten bedienen muss und dann noch die Zinsen verdienen muss, die auch noch haben wollen. Ja. Also irgendwie unklügste Form, ein Unternehmen zu gründen. Und wenn es irgendwie geht, finde ich, sollte man das strecken über die Jahre. Und im schlimmsten Fall cancelt dir ein Investor dein Projekt. Genau, dann sagt er irgendwann, dass der nächste Geldschubs kommt nicht mehr und dann ist es durch, genau. Und es geht so weit, dass ich war so ein Feigling, kann man auch sagen, das Gründen für Feiglinge, wie ich es gemacht habe. Ich musste mal nach Leipzig, Dresden und Magdeburg fahren, um Händler zu besuchen und ich hatte das Geld für die Fahrt nicht.
Und dann könnte man als Unternehmer sagen, dann leihe ich mir das, also investiere in kleinem Rahmen und fahre dahin und mache einen von diesen drei Deals klar und dann hole ich mir das Geld über die Verkäufe wieder. Das kann man so machen, aber wenn man das so macht, dann sitzt man im Verkaufsgespräch hier, weil man jetzt einen von den drei Deals abschließen muss, um das Geld sich zurückzuholen. Und ich wollte aber hier sitzen, also habe ich gewartet, bis ich mir die Fahrt leisten konnte und bin dann hingefahren. Völlig geschmeidig. Ein kleiner Schalter im Kopf, aber das macht, glaube ich, viel aus. Insgesamt hat es 7,5 Jahre gedauert, bis ich überhaupt einen Anteil pro Flasche haben durfte. Das lag aber auch daran, dass ich es zu Anfang nicht ernst genommen habe. Es war halt so ein Hobbyprojekt. Ich habe eine Cola, so, hat ja sonst keiner. Und 8,5 Jahre, bis ich davon leben konnte. Und ich glaube, das war schlau, das so zu machen, weil in dieser Zeit konnte das ganze Projekt reifen, sich entwickeln, hier noch Netzwerk aufbauen und das noch anders machen und feintunen und so weiter, ohne gleich das große Risiko im Nacken zu haben. Und dann kann man anfangen, das System zu verbiegen. Also wir haben jetzt ja schon vieles anders gemacht als normal, aber dann kann man sich so Fragen stellen oder die werden dann gestellt. Da kommt so ein Großhändler und sagt, ich will einen Mengenrabatt haben, weil ich bei dir ja viele Kisten abhole und dann in die Region bringe und da liefere. Also bin ich ein großer Kunde, habe nur einmal für den einen Aufwand gemacht, will ich einen Mengenrabatt haben. Steht auch in jedem BWL-Buch und kann man nachvollziehen. Aber das Problem ist, da gibt es schon einen versteckten Mengenrabatt, nämlich über die Logistikkosten. So ein LKW, den ich 10-mal anhalten muss, ist auch günstiger. Braucht weniger Sprit, der Fahrer braucht nicht so lange und so weiter. Also verdient der Große ohnehin schon mehr. Und das ist auch in Ordnung, weil dadurch sich das bündelt. Dann hast du halt nicht 10 LKWs, die fahren, sondern einen. Ist okay. Aber extra noch ein Mengenrabatt ist dann irgendwie doppelt. Und das fanden wir auch wieder, ne, ungleich. Und haben das diskutiert, haben uns entschlossen, wir machen also keinen Mengenrabatt. Es wird nie günstiger, egal wie viel man kauft. Wir machen das Gegenteil. Es gibt unterhalb von 4 Paletten, wo das dann richtig wehtut von den Logistikkosten, gibt es einen Anti-Mengenrabatt für den kleinen Händler, weil der braucht den Support. Und dadurch kriegen wir es hin, dass der Kleine überhaupt erstmal einsteigen kann, dass wir auch Regionen erschließen, wo das sonst nicht so richtig ginge. Wir haben relativ viele Kleine, sodass wir nicht so abhängig werden von den paar Großen, die es dann irgendwann gibt. Auch ganz wichtig. Also ist man ja wieder hier, ne? Und wir haben den Anti-Mengenrabatt erfunden und können das an Unis erzählen und ins BWL-Buch irgendwann mal hoffentlich schreiben lassen. Das ist so mein Lieblingsmodul, ne? Das ist so logisch und das macht eigentlich irgendwie sonst keiner. Okay, und spätestens dann muss man sich der Frage stellen, wer kriegt denn dann eigentlich welche Anteile, wenn die Flaschen gefahren und verkauft sind? Man kann das rechnen in Prozentmargen, das ist so auch üblich, das kann ich aber nicht nachvollziehen, weil ein Händler nicht mehr Arbeit hat mit einem teuren Produkt als mit einem weniger teuren. Man kann das rechnen in Hektolitern, in der Getränkewelt üblich, aber das kann ich auch nicht greifen. Wie viele Hektoliter sind denn 0,33er Flaschen? Muss man erstmal rechnen. Und damit das irgendwie greifbar wird und mit allen auch sozusagen transparent gemacht werden kann, diskutierbar wird, haben wir das von Anfang an auf die einzelne Flasche runtergerechnet. Ihr kriegt gerne die Präsentation, wie gesagt, Pirate Box, das WLAN, da kann man das runterziehen. Ganz grob, also für einen Eindruck, hier, soll ich dir ins Auge leuchten? Nee, ne? Alles gut. Mach ich nicht. Weil du so, hier 8,1 Cent sind die Zutaten, 13,4 kriegt der Abfüller, 15,5 sind unsere Anteile. Das ist unterteilt in 1 Cent CO2-Ausgleich fürs Etikett, 3 Cent für mich, 4 Cent für die Sprecher, 1,5 Cent für die Buchhaltung und so weiter. Und all das kumuliert dann in einem Rampenpreis, heißt es, ab Produktion von 38 Cent netto, also bei Abholung hier unten bei der Produktion. Da so, ne? Und für diesen Preis kauft dann der Großhändler, zahlt die Spedition selber und verkauft in der Region an Händler zu diesem Preis und der Händler verkauft lokal an Gastronomen zu diesem Preis. Und das ist eigentlich verboten, das so zu machen, weil das laut Kartellrecht die sogenannte vertikale Preisbindung ist, das darf man nicht. Also man darf seinem Kunden nicht sagen, zu welchem Preis er das weiterzugeben hat. Aber dahinter steht gleich im Gesetz, das darf man doch, wenn man das zum Wohl aller Beteiligten tut. Und da wir das gemeinsam beschließen, dürfte es gegeben sein. Also kann man das so machen. Und man kann es übrigens nur bis hier so machen, bisher, weil die Gastronomen einfach sehr viel zu unterschiedlich sind. Kiosk verglichen mit Bar in Rostock oder in München, das kann man irgendwie nicht über einen Kamm scheren. Da hätte ich schon lange gerne so eine Ultra-Excel-Tabelle mit Mietspiegel, Lage, Ladenart und sowas. Big Data. Ja, das wäre schon ganz schön. Es gibt auch 2 Studierende, die das jetzt machen wollen, aber ich weiß nicht, ob das nicht eine Nummer zu groß ist. Aber gut, wenn man das so macht jedenfalls, so diskutieren und entscheiden und die Anteile verteilen, hat das eine ganze Reihe Wirkungen. Die erste Wirkung ist, das mit allen erstmal zu besprechen und offen zu legen und zu beschließen. Das schafft schon mal ein ganz anderes Vertrauensverhältnis. Normalerweise ist ja Wirtschaft eine Blackbox. Ne? Wenn ihr so eine anderes Getränk kauft, dann wisst ihr nicht, welches Geld davon kriegt. So. Oder wie viel davon Werbekosten sind. Genau, das ist ja, du hast jetzt ein bisschen vorgegriffen, aber ich komme noch dazu.
Der zweite Punkt ist, wenn man das so festlegt, dann wird das berechenbar für die Beteiligten. Der Händler zum Beispiel, der die Kisten hier bewegt, der weiß ganz genau, was er dafür kriegt, wenn er die Kisten bewegt. Und das ist nächste Woche genauso, und in 3 Wochen ist es so, und in 4 Wochen ist es immer noch so. Und wenn ihm das nicht mehr reicht, weil der Diesel teurer wird, dann kann man ins Kollektiv gehen und eine Erhöhung argumentieren. Also wird das irgendwie berechenbar und planbar. Da ist ganz viel Stress aus dem System genommen. Durch freie Kräfte des Marktes sozusagen, die da immer das in Bewegung halten. Angebot und Nachfrage, das sorgt auch für Stress, glaube ich. Und das ist hier so ein bisschen rausgenommen. Freier Markt ist übrigens auch nur die halbe Wahrheit. Also in der Getränkewelt ist das so, als würde ich gegen beide Klitschkos boxen. Manchmal so der freie Markt. Ist also nicht ganz so frei, aber man kann da so auf jeden Fall hier so ein bisschen Stress rausnehmen. Ich komme noch dazu, warum das so oder was das Problem dabei auch ist. Die dritte Wirkung, die dadurch, glaube ich, auch begünstigt wird durch diese Planbarkeit, ist, dass wir eine sehr geringe Fluktuation haben. Unter 2% der gewerblichen Partner haben wir verloren in über 12 Jahren. Und das ist einerseits sehr, sehr effizient, weil ich nicht dauernd zu neuen Händlern fahren muss und die kennenlernen, in die Logistik einbauen und in die Kalkulationen und die Buchhaltung und so weiter, sondern man arbeitet über Jahre mit den gleichen Leuten zusammen, und das macht es auch angenehmer, wenn man irgendwie weiß, wie der andere tickt. Und Ambrosetti, der Berliner zum Beispiel, der war ganz früher, war der sehr temperamentvoll, also Italiener und Berliner Schnauze so, da hat er mich ein bisschen immer gefaltet am Telefon. Und wenn man aber weiß, dass er das nicht so meint, dann ist das kein Problem. Und jetzt ist er auch ruhiger geworden so, und kennt man sich einfach. Hat mehr Arbeit. Bitte? Und hat mehr Arbeit. Hat mehr Arbeit auch, genau. Okay, und was da nicht drin steht, das ist auch beachtenswert, sind 2 Punkte mindestens. Das erste wäre ein Anteil für Werbung. Normalerweise müsste man ja jetzt hier von euch als Kunden mehr Geld nehmen als eigentlich nötig und damit Werbemittel und Maßnahmen bezahlen, mit denen wir euch dann auf den Wecker gehen. Wer von euch mag Werbung? Manchmal ist was Lustiges dabei, oder ne, so. Wer von euch braucht Werbung? Nee, ne? Was ihr braucht, glaube ich, sind Informationen, die ihr euch ziehen könnt, wenn ihr irgendwas kaufen wollt. Wenn ihr einen Rechner haben wollt, dann müsst ihr nachgucken können, welcher Rechner ist im Angebot, was kann der, welche Ausstattung hat der, wie kann man den erweitern und so weiter. Dann wollt ihr Informationen ziehen können. Und wenn ihr Getränk kaufen wollt, dann wollt ihr wissen können, was sind das für Leute, die das machen und wie machen die das. Aber ihr wollt nicht, wenn ihr eigentlich keinen Rechner haben wollt, den ganzen Tag auf Rechnerwerbung gucken müssen. Warum? Und warum sollt ihr das mitbezahlen wollen, wenn ihr den Rechner dann irgendwann doch mal kauft? Macht eigentlich keinen Sinn. Und das ist die Unterscheidung, die wir auch versuchen in sogenannte Push- und Pull-Kommunikation. Das heißt, wir wollen gerne Kommunikation anbieten, die ihr euch freiwillig zieht. Eine umfangreiche Homepage, eine Facebook-Seite, ein Twitter-Account, einen Vortrag machen, das darf man alles machen, solange ihr freiwillig sozusagen zuhört oder euch das zieht. Aber ich glaube, man darf euer Geld nicht veruntreuen, um damit Sachen zu bezahlen, die euch eigentlich nur nerven. So. Und das ist sozusagen unsere Perspektive, wenn man das nochmal gesellschaftlich betrachtet, wie viel Schaden Werbung da eigentlich anrichtet, indem es Bedürfnisse weckt, die vorher gar nicht da waren, dadurch zur Ressourcenverschwendung in einem riesen Ausmaß beiträgt, Geschlechterrollen mitprägt, Stadtbilder mitprägt. Also das ist unfassbar, dass sie damit durchkommen. Und ich finde, da muss also wesentlich mehr gegen gemacht werden. Und zumindest kann man selber, wenn man die Chance hat, das mal gleich rausnehmen. So. Und der zweite Teil, der hier nicht drin ist, das ist ein Gewinn. Und normalerweise müssen Unternehmen ja einen Gewinn machen. Steht ja auch in, nicht im Gesetzbuch, aber fast im BWL-Buch quasi. Und ein Gewinn heißt, dass irgendwie mehr überbleibt, als man an Kosten für Zutaten und Arbeit und eine kleine Rücklage irgendwie hier erzielen müsste. Und das würde bedeuten, dass irgendjemand, dem das gehört, sich das nehmen darf. Und dadurch hat dieser jemand ein Interesse, diesen Gewinn zu erzielen, also auf die Lieferanten zu treten, damit die günstiger werden. Oder vom Kunden mehr Geld zu nehmen, als eigentlich erforderlich, damit das mehr wird. Und das sind Anreize, die ich irgendwie auch ungleich und unsozial finde, könnt ihr euch vorstellen. Also haben wir das rausgenommen. Der Preis sollte sich zusammensetzen aus der Summe von Zutaten plus Arbeit, die dafür gemacht werden muss, und eine kleine Rücklage von 1 Cent für Krisenfälle. Wir sind ja nicht doof, hoffentlich, das braucht man schon. Aber es darf niemand die Möglichkeit haben, mehr zu verdienen, indem er anderen weniger gibt, zum Beispiel. Also auch mein Anteil ist fixiert auf 3 Cent pro Flasche und ich habe erstmal keine Möglichkeit, mehr zu verdienen. Ich kann natürlich mehr verdienen, wenn es mir gelingt, mehr Flaschen zu bewegen. Aber das Problem ist, wir haben uns auf einen Einheitslohn geeinigt von 15 Euro brutto für alle, der auch für mich gilt. Das heißt, auch da habe ich keine Möglichkeit mehr zu verdienen, wenn es mir gelingt, irgendwie den Verkauf ordentlich zu pushen. Ich kann natürlich durch mehr Flaschen eine breitere Basis schaffen und eine größere Reichweite, das geht. Aber direkt finanziell mehr verdienen geht nicht.
Und wenn das Projekt dann wächst, das wächst auch regelmäßig, dann müssen die Anteile auch reduziert werden. Ich hatte auch mal 4 Cent pro Flasche zum Beispiel. Das sind jetzt 3, ich habe immer noch genug. Und es wird auch noch weniger werden, wenn das Projekt weiter wächst, weil wir irgendwie auch da an so eine Gleichwertigkeit glauben. Der Einheitslohn ist übrigens eine kleine Falle, weil nicht jeder Mensch natürlich einen einheitlichen Bedarf hat. Deswegen haben wir gerade ganz frisch beschlossen, 2 mögliche Erhöhungshebel. Wenn jemand Kinder hat, gibt es mehr für jedes Kind. Und wenn jemand eine Behinderung hätte, haben wir im Moment nicht, hatten wir aber auch schon, dann gibt es auch mehr. Das sind aber die einzigen Hebel, die übergeblieben sind. Aus einem wissenschaftlichen Projekt mit 32 Lohnfaktoren in 4 Gruppen, wir haben das echt uns genau vorgenommen, das Thema, und das ist übergeblieben, Gleichwertigkeit von allen Rollen. Egal, ob jemand der Buchhaltung, Kistenpacker, Trucker, sollten alle irgendwie das Gleiche verdienen und nur bei höherem Bedarf für Kinder und Behinderte, bitte nicht synonym setzen, da muss es mehr geben. Okay, das heißt, die Unternehmensaufgabe ist nicht mehr, den Gewinn zu steigern. Was ist es denn dann? Ich glaube, das ist diese wilde Folie an die Wand zu schmeißen. Mach die doch mal in schön, damit ich die auch in schön habe. Ich kann es halt nur so aufmalen. Und sich zu vergegenwärtigen, dass der eigene Verantwortungsbereich im Unternehmen nicht da aufhört, wo einem was gehört. Weil das wäre jetzt nur die Marke Premium-Cola. Ne? Also es gibt auch keine wirklichen Ressourcen, also keine Abfüllanlage, kein Bürogebäude, kein LKW, sowas. Es gibt als Anlage Vermögensgegenstände in der Buchhaltung, gibt es ein Notebook und ein Telefon. Das war's. Mehr ist das Unternehmen physisch nicht vorhanden sozusagen. Virtuell gibt es noch das Recht, ein Getränk Premium-Cola zu nennen und Premium-Bier und sowas. Das ist gesichert natürlich. Aber das wäre es auch schon. Und da würde unser Verantwortungsbereich eigentlich aufhören. Das andere wäre extern in der normalen Wirtschaft. Und ich glaube, dass das nicht reicht, das so zu betrachten, weil ganz wörtlich, alles, was du tust, alles, was du nicht tust, wird irgendwo Auswirkungen haben. Also kann es nicht sein, dass wir uns das nicht irgendwie auf den Radar holen, sondern im Gegenteil, das ist die Aufgabe. Wir müssen versuchen, alle Wirkungsketten dieser ganzen Stakeholder-Bezüge hier, also Lieferanten, Produzenten, wir, Speditionen, Großhändler, Händler, Gastronomen, Endkunden, Sprecher, Buchhaltung, Programmierer, Zollagentur und so weiter, alle die, auf die wir uns auswirken, einzuladen, gemeinsam über die Tätigkeiten und die Auswirkungen zu sprechen und so lange zu reden, bis alle einverstanden sind, wie wir das machen. Alle Externalitäten integrieren. Soweit das möglich ist, ja. Genau. Es gibt ja keinen Sinn, nur weil irgendjemand da was gehört, dass er da sich benehmen kann, wie er will und alle anderen müssen mit den Folgen leben. Das muss doch irgendwas Gemeinsames sein. Und das zu tun, ist letztlich unsere Aufgabe. Das heißt, ich bin gar kein Getränkehersteller mehr, sondern ein zentraler Moderator eines Stakeholder-Netzwerks, könnte man sagen, und lebt davon, dass es mir einigermaßen gelingt, das so hinzukriegen. Und diese Funktion gibt es in der normalen Wirtschaft sonst nicht. Das macht irgendwie der freie Markt. Und man könnte jetzt argumentieren, dass man das auch nicht braucht, weil es der freie Markt ja irgendwie macht. Aber es hat noch nie jemand vorgeschlagen, das einzusparen. Ich koste ja was, ne? Ich koste 3 Cent pro Flasche für diese Tätigkeit. Und es hat noch nie jemand vorgeschlagen, das einzusparen. Offensichtlich ist es also erwünscht, dass man sich so eine Kostenstruktur und auch so eine Stakeholder-Beziehung mal vornimmt und dauerhaft auch vornimmt und feintunet und weiterentwickelt, damit das fairer, sozialer, stabiler ist, als die normale Wirtschaft das macht. Und wenn man das macht und davon leben kann, ohne eigene Ressourcen einzubringen, Zeit natürlich und sowas, aber jetzt keine physischen Ressourcen, dann hat man bewiesen, dass das geht. Dass man also davon leben kann, dass es erwünscht ist und dass es auch funktioniert, ohne Verträge mit Konsensdemokratie und so weiter. Und das an sich ist schon mal ziemlich cool, finde ich, weil ich hätte das nie gedacht, dass das geht. Ich staune immer noch darüber, dass das geht. Und wenn das so gut gelingt, dass nicht nur die vorhandenen Leute bleiben, weil es ja keinen Vertrag gibt, ne, die musst du so gut behandeln, dass sie bleiben, sondern so gut, dass die Presse das aufgreift, dass sich das rumspricht, dass Vorträge darüber gehalten werden dürfen, dann kommen neue Leute dazu, die müssen auch wieder eingebaut werden in dieses Netzwerk. Und wenn das auch noch gelingt, dann ergibt sich ein Flaschenzahlwachstum. Aber das ist nicht das Ziel. Das Projekt hat zum jetzigen Zeitpunkt keinen operativen Grund, wachsen zu müssen. Es ist trotzdem schön, wenn es wächst, weil die Reichweite der Ideen dadurch wächst, aber operativ gibt es keinen Grund. Das darf so bleiben, wie es jetzt ist. Rein sachlich sozusagen betrachtet. Aber ich finde das immer noch total abgefahren, weil die Funktion gab es nicht vorher, ne? Trotzdem ist sie aber offensichtlich erwünscht und erforderlich. Okay, ich habe erwähnt, dass das Unternehmen eigentlich nicht existiert, ne? Also physisch. Es ist ein Notebook und ein Telefon und ein Markenrecht und das war's. Und das Markenrecht ist aber noch ein Schlüssel. Das ist ja mein Eigentum, bei Premium Cola zumindest. Es gibt noch Volunder, das gehört anderen. Und es gibt Muntermate, gehört anderen. Kollemate gehört anderen und so weiter. Also auch das zerfasert sich schon so ein bisschen. Ist auch gewollt.
Aber mit dem Recht auf Premium-Cola habe ich immer noch die Verfügungsgewalt. Ne? Ich kann bestimmen, wer welche Anteile kriegt, wie die Etiketten aussehen und so weiter. Nee, das ist nicht so. Ich habe ja versprochen, dass wir Konsensdemokratie machen. Und wenn ich selber bestimme, was mir gerade in den Kram passt, dann rennen mir die Leute weg. Also habe ich das eigentlich Entscheidende am Eigentum, nämlich die Verfügungsmacht, habe ich abgegeben. Und das war ziemlich beängstigend, als ich das verstanden habe. Dass ich das gar nicht mehr alleine bestimmen darf. Aber formal zwar schon, aber wenn ich das mache, dann ist das Projekt tot. Scheiße, ne? Dann habe ich überlegt, was machst du jetzt? Und habe das alles mal aufgeschrieben, was wir uns so überlegt hatten, 2008. Keine Gewinne, Antimengenrabatte, Konsensdemokratie, feste Anteile für alle und sowas. Und habe das mal als Open Source auf die Homepage getan. Weil ich dachte, so wenn es mir nicht gehört, kann ich es auch verschenken. Ist dann eh Wurst irgendwie. Und wenn wir es verschenken, dann ist es vielleicht auch möglich, dass andere das übernehmen, teilweise oder ganz sogar. Und dann kriegt diese Idee vielleicht eine größere Reichweite noch. Und das nennen wir ein Betriebssystem, also eine gedankliche Software, mit der wir diese ganze Hardware und Zusammenhänge da steuern. Und das ist eine CC BY SA-Lizenz, kennt vielleicht einige, also kannst du benutzen, modulweise oder ganz, remixen, wie du willst. Bitte die Quelle nennen und wenn es weitergeht, musst du die gleichen Bedingungen behalten. Und das war auch ein bisschen Zufall, hat sich das in drei Bereiche sortieren lassen, die drei Bereiche der Nachhaltigkeit, plus einen Eigenschutz, den brauchen wir anders als normale Unternehmen, und einen Transfer, den wir freiwillig machen wollen, also das rausgeben. Und die Hoffnung war, dass andere das eben übernehmen, teilweise oder ganz. Und das hat ganz gut funktioniert, das ist nämlich die Liste der Partnermarken, die das gemacht haben. Hier links in absteigender Reihenfolge, ganz viel übernommen, weniger Module übernommen, bis ganz unten ein Gastronom in Nürnberg, also so ein erster so leicht fremder Transfer, der Boris macht das. Und ganz rechts sind so lockere Kooperationspartner, mit denen man Informationen austauscht, Logistik gemeinsam macht und sowas. Und natürlich immer dabei transportiert, wie wir das machen wollen. Also da gibt es nie eine Hilfe und eine Kooperation ohne die ideelle Haltung, ist immer sozusagen miteinander verbunden. Und da ganz rechts unten ist der erste Branchenfremde-Transfer, das ist ein Zahnbürstenhersteller. Der hat das auch eine Zeit lang gemacht, bis dann irgendwann der Chef gemeint hat, er will doch wieder höheres Wachstum haben. Hat das kollektiv abgeschafft, leider. Aber 2 Jahre ging das da auch gut. Und jetzt gibt es einen großen deutschen Autohersteller, der sich dabei beraten lassen will, wie man das dann anwenden kann. Das finde ich jetzt total surreal. Ne? Ich als irgendwie Unternehmensberater kann mir gar nicht vorstellen. Okay, damit biege ich so auf die Zielgerade ein. Das ist unsere Verbreitungskarte. Deutschland, Schweiz, Österreich. OpenStreetMaps natürlich, sind so Kleinigkeiten. Und das ist nur das deutschsprachige Gebiet, weil wir viel mit Sprache machen. Wir müssen also irgendwie eine gleiche Sprache haben. Und weil wir mal eine Ökobilanz uns geleistet haben und da kam unter anderem raus, dass wir nur 600 Kilometer fahren sollten mit Glasmehrweg. Glasmehrweg an sich ist gesetzt, weil Plastik fürs Produkt schädlich ist und damit für den Menschen auch. Weibliche Hormone gehen dann ins Getränk und in den Menschen über, das will man vielleicht nicht unbedingt. Eben auch 600 Kilometer ist sozusagen der Radius. Und das heißt, wenn Kunden anfragen aus Amsterdam, Barcelona, Kopenhagen und so weiter, dann müssen wir leider sagen, können wir nicht liefern. Was wir natürlich machen können, ist, wir können gemeinsam eine Zelle gründen oder was Ähnliches in der jeweiligen Stadt oder in der Region. Und aus so einem Ding heraus war ich letztens in London. Da gibt es einen Hersteller, der heißt MyAgora und der will Basisdemokratie über die Website machen mit allen Entscheidungen. Ist nicht ganz so optimal, weil die selber nur die Fragen stellen. Also man kann nicht selber eine Frage eingeben, das machen die. Aber auch ein cooler Ansatz. Vielleicht ist es auch besser als unserer. Müssen wir mal gucken. Und dann war ich da und habe halt 2 Tage erzählt, was wir gelernt haben und was die schon gelernt haben und so. Also vielleicht gibt es da noch irgendwie eine andere Zelle. Okay, das Projekt von der finanziellen Seite her wächst stetig, obwohl es niemand gibt, der sich ums Verkaufen kümmert. Und da gab es das Problem, dass wir mal pleite waren, weil es zu schnell gewachsen ist hier. Und das war ein bisschen doof, als wir das gemerkt haben. So, wir sind jetzt mal pleite. Warum war das so? Wir wollen ja die Produktion bei der Cola zumindest im Voraus bezahlen. Dann wird produziert, dann wird abgefüllt, eingelagert, dann wird abgeholt, dann wird berechnet, dann wird bezahlt. Und dafür gehen im Schnitt 59 Tage in diesem Prozess. Und nach 20 oder 40 Tagen müssen wir eigentlich wieder nachproduzieren, um Cola zu haben. Und wenn das dann zu große Mengen sind, weil einfach das warm wird, die Leute trinken mehr und dann kommen neue Händler dazu, dann wird das so viel, dass wir die Vorproduktion gar nicht mehr zahlen können. Und das war das Problem. Aber pleite, weil es zu schnell gewachsen ist, haben wir nicht aufgepasst. Und dann habe ich das so an alle gemailt, wie immer bei irgendwelchen Problemen und Krisen. Und dann haben Großhändler angerufen, haben freiwillig früher bezahlt. Ich weiß nicht, wer Getränkewelt ein bisschen kennt oder andere Branchen, wo zahlt ein wirklich großer Großhändler freiwillig früher? Irgendwie nee, ne? Das hat da auf jeden Fall geklappt, hat uns also gerettet und hat gezeigt, dass dieses Miteinander angekommen ist
Und wir machen auch viel dafür. Zum Beispiel haben wir selber ja kein Lager. Und wenn irgendwo eine Palette umfällt, dann bieten wir an, dass wir ein Drittel des Schadens tragen, zum Beispiel. So, ne? Also um dieses Miteinander auch konkret zu leben. Und dann war immer noch die Frage im Raum, was machen wir denn jetzt? Also gehen wir mit der Folie zur Bank und holen uns einen Kredit und lassen es weiterlaufen? Könnte man ja machen. Aber dann hätten wir auch wieder diesen Druck im Nacken, ne? Zu einer anderen Phase. Aber dann müssten wir jetzt die Raten verdienen, also müssten verkaufen. Dann müssen wir die Zinsen auch extra verdienen. Und Zinsen, komme ich nachher noch drauf, das ist irgendwie auch so ein komisches Thema. Da kriegen Leute Geld, nur weil sie schon Geld haben. Oder Banken, die kriegen Geld, weil sie kein Geld haben. Also die verleihen ja Geld, was sie nicht mal haben. Eigenkapitalquote 3-5%. Und dann verleihen die aber 100 und wollen dafür Zinsen haben. Irgendwie nee. Also haben wir uns entschieden, wir bremsen das. So, jetzt, wenn ein neuer Händler dazukommt und das wird uns zu schnell, dann bitten wir den, dass er wartet. Gar kein Problem. Im Moment ist es eh gerade ein bisschen abgeflaut, ist also jetzt nicht unbedingt nötig. Aber zu dem Zeitpunkt haben wir es wirklich gebremst und haben gesagt, bitte warte mal und das geht uns sonst zu schnell. Und die finanzielle Seite ist nur das eine. Ne? Also wenn du so eine Kultur hast des Miteinanders, dann dauert das auch eine gewisse Zeit, bis Leute, die da reinkommen, das so verinnerlichen können und da wirklich auch mit umgehen. Und wenn wir zu schnell zu viele Leute reinkriegen, dann kann auch so eine Kultur mal kippen. Und deswegen ist es auch schlau, glaube ich, wenn das langsam wächst. Und eine ähnliche Haltung gibt es bei der Betrachtung nach Regionen. Das ist hier Österreich, Schweiz, deutsche Postleitzahlengebiete. Und da gab es Diskussionen, dass es in der 2 stagniert und da müssen wir was tun in der 2. Und ich habe argumentiert, dass wir das nicht müssen, weil die 2 schon der größte Bereich ist. Und wenn wir irgendwie konservativ sein wollen, dann wollen wir doch gleich große Standbeine haben. Sodass nicht ein einziges uns in große Schwierigkeiten bringen kann, sondern möglichst gleich verteilt das haben. Und deswegen haben wir da auch nichts gemacht und haben mal gewartet. Und das geht so weit, dass wir bei zu großen Kunden auch höflich Nein sagen. Das Fusion Festival kennen vielleicht einige. Die wollten jetzt auch nicht nur ein LKW voll Bier, ein LKW voll Kohle, sondern auch 10 LKWs voll Bier mal haben. Das letzte Festival übrigens, das große, die noch ihre Getränke selber kaufen. Ne? Alle anderen machen die Hand auf. Deswegen seht ihr auch die alternativen Festivals mit den Standardgetränken zum Beispiel. Okay, und die wollten jetzt eben 10 LKWs voll Bier. Und dann haben wir das überlegt und haben festgestellt, das ist nochmal unsere Jahresmenge. Also eine ganz tolle Chance, sowas zu machen. Das wäre auch mit ganz viel Gewalt und viel Orga und so, wäre das irgendwie zu schaffen gewesen. Aber was ist, wenn da irgendwas schief geht? Wenn jemand sich auf dem Festival wegsprengt und das wird alles geräumt. Oder die Polizei macht auf dem Gelände mal eine große Drazzia nach Drogen, das wäre auch schlau. Oder es gibt ein Ultra-Unwetter und die müssen räumen. Ne? Dann ist das Bier da und die haben keine Einnahmen, können es nicht bezahlen, wir können es nicht bezahlen und dann sind wir pleite. Und dann haben wir das diskutiert und haben gesagt, also wenn wir das machen, dann einen LKW. Das ist uns sonst zu groß. Und das haben die auch akzeptiert, ist gar kein Problem. Und was vorher hat das übrigens 4 Jahre gedauert, bis ich die Telefonnummer des Getränkemenschen von der Fusion haben durfte. Anrufen soll ich ihn immer noch nicht, dann ruft er mich an, aber jetzt habe ich die Nummer mal. Und dadurch, dass die gesehen haben, dass wir nicht gleich den Umsatz greifen, sondern erstmal überlegen, haben wir da, glaube ich, auch jetzt ein gutes Vertrauensverhältnis aufgebaut. Jetzt bei der letzten Fusion war es so, dass es von uns einen LKW gab und es gab aber insgesamt 14, die zu organisieren waren. Das durfte ich dann machen für die Jungs. Und das zeigt, glaube ich, auch irgendwie, dass da was angekommen ist vom Vertrauensverhältnis her. Okay, die wirklichen Gefahren kommen allerdings auch in einer anderen Richtung. Da hatte ich ziemlich Angst Ende letztes Jahr, da gab es eine Steuerprüfung. Und wir machen ja viele Dinge anders als normale Unternehmen. Das war nicht so klar, ob das Finanzamt uns versteht. Das gab auch viele Fragen. Und zum Glück, habt ihr ja schon gemerkt, bin ich konservativ. Habe also diese ganzen Tricks nie gemacht. Mit Palette ist umgefallen und wird dann schwarz verkauft. Und private Essensbelege ins Unternehmen tun und alle möglichen Sachen, die man da schummeln kann. Und habe auch eine sehr gute Buchhalterin, die Katja. Und dann haben wir das zu null geschafft aus dieser Prüfung. Keine Beanstandung. Nicht eine einzige Sache, nichts. Das kommt relativ selten vor. Das kommt nicht nur sehr selten vor, das ist eigentlich gar nicht möglich, weil solche Prüfer so eine Quote haben. Nach Branche und Unternehmensgröße hätten die bei uns 3% finden sollen. Und wenn die das gemacht hätten, ich habe mich natürlich wahnsinnig aufgeregt und wollte beim Termin dabei sein, die Steuerberaterin gesagt, warte mal, lass mich das mal machen. Das ist ja sowas von schizophren, dann muss ich ja als konservativer Unternehmer 3% Schwarzgeld machen, um mich auf diese 3% vorzubereiten oder was. Das kann es ja wohl nicht sein. Zum Glück hat es hier geklappt. Und das spätestens war dann, glaube ich, sowas wie der Beleg, dass wir hier so ein Proof of Concept gemacht haben.
in dem Rahmen des Kapitalismus, den man erstmal so vorfindet, muss man sich irgendwie bewegen. Den können wir jetzt natürlich irgendwie mit Steinen beschmeißen und protestieren, aber das ändert nichts, der ist erstmal da. Und man kann den hart auslegen, man kann Zalando machen. Aktien finanziert, knallhart, top-down und maximale Werbung und so weiter. Das kann man machen. Man kann das auch weich auslegen mit einem netten Chef und irgendwie angenehmen Job und so. Ich hoffe, ihr arbeitet irgendwie alle hier so in der Mitte. Man kann das aber auch ganz weich machen und dann nochmal weiter auf die Spitze treiben und noch weiter verbiegen sozusagen. Also es gibt zumindest nach unserer Kenntnis kein Unternehmen, was es so weit auf die Spitze treibt, wie wir das machen. Es gibt andere sehr gute Beispiele, ne? Semco zum Beispiel kennt man vielleicht und so andere Geschichten. Aber was ich sagen will ist, man kann sich in dem vorhandenen Rahmen legal, ohne einen einzigen Rechtsstreit, also friedlich, steuersauber, über die Jahre stabil bewegen. Das geht. Und man kann den Rahmen auch noch verbiegen. Und das ist, glaube ich, hier, hoffe ich zumindest, bewiesen worden. So, letztes Thema. Das Ganze ist immer noch aufgehängt an diesem Begriff der Gleichwertigkeit. Und das heißt, dass wir uns auch nochmal den Rahmen vornehmen müssen, weil den würde ich auch gerne ein bisschen verbiegen. Im Moment sieht das ungefähr so aus. Das hat ein Kollektivist aufgemalt, der Nils, dass hier links, fangen wir damit mal an, das Geld sitzt. Da wird top-down bestimmt, deswegen ist es hier so ein Dreieck. Und die geben dann das Geld, also leihen das hier der Mitte, Handel, Industrie, Dienstleistung, in der Regel auch top-down wird bestimmt. Und die müssen jetzt was machen, weil die müssen das Geld ja zurückzahlen und die müssen auch einen Gewinn natürlich zurückzahlen. Da baut sich also ein Druck auf. Und die müssen dann hier Handel und Industrien und Dienstleisten und Produkte machen und euch mit Werbung vollballern, damit ihr die auch kauft. Und dadurch entsteht hier auch natürlich ein Druck. Und dann kauft ihr die Produkte mit dem Geld, also den Kosten, die hier anfallen und dem Gewinn, der hier abfließt. Also eine Umverteilungsmaschine, könnte man sagen. Und das, könnt ihr euch vorstellen, gefällt mir natürlich nicht. Und deswegen haben wir als ersten Schritt ja schon gemacht, dass wir das Kundenkollektiv hier bilden und gemeinsam mit denen hier als Einheit betrachten und Entscheidungen gemeinsam treffen und deswegen auch auf Werbung verzichten können zum Beispiel und ein insgesamt entspannteres Klima haben, mit eigenen Standards zum Beispiel, dass wir bei Speditionen keine Liefertermine vergeben, außer es gibt ein Festival, dann ist es halt in der Woche davor, das ist halt dann, aber ansonsten gibt es keine Termine und solche Sachen. Und dadurch haben wir hier schon mal ziemlich viel Frieden reingebracht, sage ich mal, aber wir haben das Problem, wenn wir jetzt hier zum Beispiel Logistik beauftragen, dann ist der LKW kreditfinanziert. Wenn wir Produktion beauftragen, ist der LKW kreditfinanziert. Also wir haben versteckte Zinsbelastungen im Unternehmen, im Produkt, die wir eigentlich auch loswerden wollen. Vor allem wollen wir diesen Druck hier loswerden. Also wir können hier Druck wegnehmen, aber den hier gibt es immer noch. Ne? Und deswegen ist die Überlegung die, dass es jetzt eigentlich eine Art virtuelle Genossenschaft braucht oder einen Verein, der ein Crowdfunding macht. Das ist ja ganz modern gerade, aber mit zwei wesentlichen Unterschieden. Das muss zinsfrei sein und das muss mit Mitbestimmung sein. Das heißt, die Leute, die hier Geld geben, die einigen 10.000 Endkunden, die es hoffentlich machen, mit denen wollen wir gemeinsam den Finanzbedarf hier in der Mitte decken, sodass die auf diese Geldgeber hier, auf diese Kreditleute verzichten können, dass wir die loswerden. Und dadurch wird der Druck hier sinken. Und dadurch werden wir auch diese versteckten Zinskosten loswerden. Und das Projekt hat jetzt vorgestern angefangen. Das machen drei Studierende aus Lüneburg. Die haben erstmal eine Analysephase. Welche Zinskosten fallen an? Bei welchen Lieferanten vor uns sozusagen? Wie kumuliert sich das? Auf wie viel Summe? Das ist der erste Teil. Und dann, wo sind die größten Hebel, wie man das jetzt adressieren kann? Wo muss man also crowdfunden, damit das weniger wird und damit weniger Druck im System entsteht? Und wir haben so mal so eine Prognose gewagt. Wenn man jetzt im Getränkemarktpreis von einem Euro pro Flasche irgendwie sich denkt, dann könnten da, wenn die alle jetzt sozusagen Zinsbelastung hätten in der Kette davor, könnten da 5% Zinsen anfallen, also 5 Cent. Das ist natürlich Quatsch, weil ein Teil ist auch Dienstleistung und sowas, also vielleicht ist es die Hälfte. Aber wenn das 2,5 Cent wären zum Beispiel, dann sind das 50 Cent auf dem Kasten. Ne? Also das ist schon richtig spürbar, was da kumuliert, vermutlich. Wir wissen es noch nicht genau. Und wenn das aber irgendwie signifikanter Anteil ist, dann ist der nächste Schritt eben hier so ein Crowdfunding zu machen und das, den Finanzbedarf hier zu decken. Ich habe noch keine Ahnung wie. Also Crowdfunding für jemand anders, das ist auch noch nicht so richtig erforscht und rechtlich auch nicht ganz einfach und so weiter. Aber ich hoffe, dass wir da einen Weg finden. Und wenn uns das gelingt, dann haben wir nicht nur den Druck rausgenommen, dann werden wir auch in der Lage sein, in einigen Jahren günstiger anzubieten als die etablierten Player. Die brauchen ja ohnehin schon mehr Geld für Werbung, S-Klasse für einen Chef und Anteile für Investoren im Unternehmen selber. Und dahinter sind ja bei denen auch noch die ganzen Vorfinanzierungen, ne, von deren Lieferanten. Und unsere haben wir schon rausgeschmissen, wir haben keine. Und die können wir vielleicht auch noch loswerden. Und wenn das gelingt, das wäre richtig geil. Da freue ich mich drauf.
Okay, das war so ein kleiner Rundumschlag. Und wir haben aber, das habe ich jetzt festgestellt, auch ein neues Produkt. Das Ganze ist ja, wenn man sich nochmal zurückbesinnt, eigentlich nur aus so einer, aus so einem Getränke-Ding entstanden. Ne? Ich war irgendwie sauer, dass sie das heimlich verändert haben. Und hier war ich nicht sauer, habe ich nur als Spaß mit eingebaut, weil ich die Flasche so lustig fand, dass wir jetzt ein neues Produkt in Pink haben. Habe ich auch auf Twitter geschrieben, aber hat keiner geglaubt, leider. Was ich sagen will ist, es ist möglich, mit vermeintlich kleinen Hebeln doch über die Zeit mit Geduld und immer weiter Entwicklung und so weiter am großen Rad zu drehen und die Wirtschaft in Bereichen zu verändern, die man selber steuern kann sozusagen, dann das rauszugeben, dass andere das machen, dann noch sich weiter auf den Rahmen zu beziehen und so weiter und das alles im vorhandenen Rahmen des Kapitalismus legal, sauber, stabil und so weiter zu machen. Das geht. Und das ist sozusagen mein Wunsch, den ich für heute mitgebracht habe. Nochmal kurz so ein Blick auf das Projekt. Also 1 Million Flaschen, 1050 Partner, 200 Städte, keine Verträge, keinen einzigen Rechtsstreit, keine Beanstandung, keine Gewinne, keine Werbung und vor allem kein Stress. Ich persönlich habe zwar viel zu tun, ich bin viel unterwegs und es ist anstrengend und so weiter, aber ich habe ganz, ganz selten Stress in dem Sinn, dass mir jemand was Böses will. Bin ich gar nicht mehr gewohnt gewesen letztes Jahr, als es einen Troll mal gab, da war ich gar nicht vorbereitet psychisch, wie man damit jetzt umgeht. Also das hier ist eine echte Parallelwelt geworden und das kann ich wirklich nur jedem von euch raten, wenn ihr überlegt, was Eigenes zu gründen oder in eurem Rahmen Dinge zu wandeln, macht es, weil es geht und es ist so geil, das zu machen, das ist unfassbar. Und das war's von mir. Danke fürs Zuhören. Dann danke ich dir erstmal für den netten Vortrag und du hast dein Wort gehalten. Da war was Neues auch für mich dabei. Sehr gut. Wahrscheinlich ist die ein oder andere Frage jetzt im Raum. Zumindest sehe ich ein paar Stirnen, die sich runzeln. Wir haben hier vorne ein Mikrofon. Wenn jemand Fragen stellen möchte, kurzes Handzeichen, dann gibt es das Mikrofon in die Hand. Also ich bin Jurist und du hast ja geschrieben, keine Verträge. Das interpretiere ich mal so als keine schriftlichen Verträge. Richtig. Mündliche Absprachen werden bestehen. Ja. Ja, natürlich. Es gibt auch Mail-Vereinbarungen zum Beispiel, ja. Aber mit dem kleinen Kniff, dass die keine Laufzeit haben. Die gelten so lange, bis eine Seite sie wieder aufhebt. Okay, gut. Aber also, es gibt auch Verträge, nur eben nicht in der klassischen Form, wie man sie so sonst kennt, dass man ein Telefonbuch hat, das am Ende Unterschriften hat. Genau, das genau. Nervt, glaube ich, nur und... Ja, das finde ich auch sehr mühsam. Ich versuche das auch immer dünner zu halten. Und Rechtsformen, irgendwie einen Gesellschaftsvertrag werdet ihr sicherlich auch nicht geschlossen haben. Richtig. Aber ihr arbeitet zusammen. Mhm. Und wie kommt ihr da außen rum, dass euch zum Beispiel das Finanzamt als GbR einstuft? Weil ich meine, ihr verfolgt einen gemeinsamen Zweck. Damit habt ihr eigentlich den 705 BGB schon voll erfüllt. Also im Moment ist die Situation die, dass wir sowas wie ein ideelles Dach haben, was wir Betriebssystem nennen. Und das nicht formalisiert ist, in dem Sinne, das ist Open Source, das kann jeder frei benutzen. Und da drunter, in Anführungsstrichen, gibt es formal mich als Einzelunternehmer, ganz normaler Gewerbetreibender, das Finanzamt glaubt, dass ich vom Verkauf und Kauf von Getränken lebe. Das ist auch nicht ganz falsch, aber der Weg dahin ist halt ein anderer. Dann gibt es noch die Kollegen von Volunde und Kollemate, die eine UG und KKG sind und die das genauso machen, nach dem gleichen Modell, aber eben für sich auf eigene Rechnung. Und dann gibt es noch in Dresden die Kollegen von Kollemate, die eine GmbH sind und die das in dieser rechtlichen Form machen. Und wenn das Finanzamt hat viele Fragen in diese Richtung gestellt, letztlich hatten sie da nichts gegen, das war also kein Thema. Und ich glaube, das ist auch deswegen, weil das Ganze irgendwie nicht richtig greifbar ist. Das ist eine Idee sozusagen, ein gemeinsames Konzept, nach dem die einzelnen formalen Unternehmen sich verhalten. Aber das können die, glaube ich, machen. Das ist jetzt nicht irgendwie rechtlich, hat keine Folgen. Also ich wüsste zumindest keine. Wir wollen doch für dieses Dach noch irgendwie einen Verein haben, so wie beim Mietshäuser-Syndikat, haben wir uns abgeguckt so ein bisschen, um das irgendwie zu formalisieren, weil auch immer wieder die Frage kommt, wie seid ihr eigentlich verfasst? Ja, wissen wir selber nicht genau. So. Bisher geht es auch super ohne und es ist auch, wir hatten viele Diskussionen darüber, was wir machen wollen und können. Genossenschaft war ein Thema, alle möglichen Sachen. Bis jetzt haben wir nichts Besseres gefunden, aber das wird sozusagen jetzt der nächste Schritt sein, ist schon beschlossen. Also ein Verein und dann die einzelnen Unternehmen sortieren sich da ein.
da noch aus persönlicher Erfahrung, nimm dir vielleicht das Miethäuser-Syndikat nicht unbedingt so als großes Vorbild, denn die sind nicht nur ein Verein, die sind keine Ahnung wie viele Vereine und Genossenschaften, die ineinander greifen und eigentlich genau deshalb funktionieren, weil sie pro Projekt eine juristische Person gründen, die dann unter den anderen aufgeteilt wird. Da muss dann immer ganz viel Einstimmigkeit bestehen. Was da einmal drin ist, kommt dann nie wieder raus. Mhm. Also das ist eine echte krasse Einbahnstraße. Mhm. Also ist aber auch historisch gewachsen beim Miethäuser. Es ist teilweise historisch gewachsen, es ist andererseits auch so gewollt. Es ist tatsächlich deren ausgemachtes Ziel, was da einmal drin ist, nie wieder rauskommen zu lassen. Und das ist bei uns nicht so. Widerspricht ja genau dem, was du von Anfang an sagen wolltest. Genau, also wir werden es definitiv nicht so machen, dass man nicht mehr raus kann. Das widerspricht der Idee. Da ist noch eine Frage. Ja, ich hätte eine ganz kleine Frage oder eigentlich zwei, drei kleinere Fragen. Ich habe auf jeden Fall mal in diesem Studentenclub, in dem ich in Bayreuth gearbeitet habe, Premium angeschleppt und das hatten wir hatten auch längere Basisentscheidungen etc. Und ich erinnere mich, da ich hatte so kleine Poster überall aufgehangen, aber es war wahrscheinlich keine Werbung dann in dem Sinne, sondern Informationsmaterialien etc. Und dann die eigentliche Frage, was aber viel interessanter ist, neben der CO2-Kompensation, da gab's ja, habt ihr ja auch mehrere Modelle ausprobiert und jetzt diese Obstwiese, weißt du, Streuobstwiese mehr oder weniger. Stimmt auch nicht mehr ganz. Also auch nicht mehr aktuell, aber es gab ja auch ein Projekt gegen Alkoholkonsum, ja, Drogenmissbrauch oder Alkoholkonsum oder Alkoholsucht, das ihr unterstützt habt. Wie ist es damit und wie ist es dazu gekommen und wie läuft das genau ab? Das würde mich interessieren. Okay, also zur ersten Frage. Es gibt diese DIN A4-Poster, die man sich von der Homepage selber laden und ausdrucken kann. Das ist definitiv Pull sozusagen. Das machst du dann, wenn du sie haben willst. Und das haben wir deswegen dahin getan, weil es immer wieder Gastronomen gab, die gesagt haben, ich will irgendwie was Kleines, Dezentes aber aufhängen, dass man sieht, dass es das hier gibt. Weil sonst habe ich nur einen Kühlschrank, dass man das nicht sieht und so weiter. Und das ist so ein bisschen so ein Mittelweg, dass man jetzt nicht in DIN A0 Plakat macht oder einen Leuchtkastenkühlschrank, sondern DIN A4 maximal so, das gibt's hier. Das ist so die Logik, warum es diese PDF da gibt. Zur zweiten Frage, CO2-Ausgleich würde ich zum Beispiel gar nicht so sagen. Es ist zwar so, dass wir rein rechnerisch das gegenübergestellt haben und so viel CO2 seit 2006 haben wir das gemacht, kompensiert haben, wie wir emittiert haben, aber das ist letztlich auch nur Milchmädchenrechnung, weil das trotzdem natürlich emittiert wird und die Lkw machen auch Lärm und sind gefährlich und sowas. Die ersten zwei Jahre haben wir das an Atmosphäre abgeführt, was ich ziemlich schlau fand, weil die relativ seriös, glaube ich, sind. Also mit UN-Aufsicht und so weiter. Und die fangen Projekte erst dann an, wenn das Geld komplett da ist und machen das in China und Indien, wo es auch drauf ankommt. Und die ersetzen dann wirklich Dieselgeneratoren durch Solarkollektoren zum Beispiel, also konkrete CO2-Einsparungen. Das fand ich sinnvoll, aber das fanden andere Kollektivisten nicht so sinnvoll, weil das eben weit weg ist und weil das lange dauert. War nicht so richtig greifbar. Deswegen haben wir die nächsten Jahre eine Streuobstwiese gepflegt bei Kiel, die von der Summe der Bäume her mit deren CO2-Aufnahme das gleiche entnimmt, wie wir emittieren. Das ist aber irgendwie auch eine Milchmädchenrechnung, weil Bäume CO2-neutral sind insgesamt. Die verrotten irgendwann und dann ist es wieder in der Atmosphäre. Finde ich nicht so cool. Und das war einer der Gründe, warum wir das auch irgendwann mal eingestellt haben. Der zweite, also das ist zwei Jahre her. Und der zweite Grund war, dass wir das Geld gebraucht haben, um Mehrwegleergut zu machen. Das heißt, wir haben dann quasi die Umweltwirkung eher da gesehen, haben das aber nicht gestrichen, sondern es nur festgehalten, um die Investitionen machen zu können. Und jetzt ist relativ frisch der Beschluss, dass wir das an primaklimaweltweit.de abführen wollen, weil die nämlich konkrete Aufforstung machen. Das ist immer noch nicht so toll wie CO2-Einsparung, ne, so, aber immerhin schon mal besser. Und das kam als Beschluss durch, das muss nur mal jemand jetzt machen. Und die letzte Frage, dieser Alkoholausgleich, das war der Gedanke, dass wir als Bier-Inverkehrbringer Drogenhändler sind, für einen kleinen Teil unserer Kunden. Und ich will das Geld erstmal nicht haben von denen und zweitens möchte ich vormachen, wie man als Alkohol-Inverkehrbringer damit umgehen muss. Nämlich, das Geld von den Süchtigen zweigst du bitteschön ab. Das behältst du nicht selber. Das tust du in die Vorsorge. Und das war die Logik, warum wir jemand gefördert haben und immer noch fördern auch, der als Ex-Alkoholiker durch Schulen fährt und seine Geschichte erzählt. Ob das was bringt, weiß ich nicht. Das ist auch von der Summe her ist es nicht viel. Aber es macht hoffentlich sichtbar, wie andere Alkoholhersteller damit auch umgehen sollten. Und eigentlich will ich erreichen, dass die Brand 1 sowas mal kapiert oder sieht
und daraus einen Artikel macht und andere Alkoholhersteller befragt, könnt ihr nicht mal 1% machen. Bei uns sind es 10,5% der Umsätze, die da in die Vorsorge gehen. Und da müsste eigentlich mal 1% wäre auch schon was, ne? So. Und so auf der Homepage so ein Button bis zu 16, das bringt, glaube ich, nichts. Und die Plakate mit Kenn dein Limit vielleicht schon eher, aber so ein Jugendlicher findet es vielleicht auch noch eher cool, so über die Stränge zu schlagen. Also ich weiß nicht, das muss man irgendwie anders anpacken. Ich weiß nicht wie, keine Ahnung. Aber auf jeden Fall kann man das nicht irgendwie, kann man nicht die Augen davor verschließen. War das hinten noch eine Meldung? Da. Das war das mit dem freien Markt wahrscheinlich. Ich vergessen. Transparenz eigentlich, sag mal, eher nur familienintern oder könnte ich von außen jetzt auch in eure Bücher zum Beispiel gucken? Wir unterscheiden da in im Prinzip drei Beteiligungsstufen. Also die erste Stufe wäre, du bist ein Stakeholder, also hast mal eine Flasche getrunken und hast einen vorhandenen Kollektivismus mal persönlich kennengelernt. Dann kannst du schon in den Mailverteiler und kannst da die laufenden Informationen mitlesen und kannst auch mitreden. Das ist so die erste Stufe. Dann die zweite Stufe, wenn du wirklich in die Bücher gucken willst, kannst du das auch machen, aber da müssen wir unterscheiden zwischen unseren eigenen Daten sozusagen, die gerne, aber du wirst dadurch automatisch auch Daten von Dritten sehen. Du wirst sehen können, was eine andere Person an Geld bekommen hat und welche Bankverbindung sie hat und wann wie viel geliefert wurde und so weiter. Und da müssen wir eine Hürde einbauen, nämlich eine Verschwiegenheitserklärung, dass du die Daten von diesen Dritten, die du da siehst, dass du die nicht weitergibst. Wenn du das unterschreibst, dann darfst du da auch reingucken. Noch eine Frage übrig. Da. Also entweder habe ich gerade nicht aufgepasst oder du hast gerade nur zwei gesagt und vorher gesagt, dass ihr drei unterscheidet. Ich glaube, ich habe mich vertan. Achtung. Und jetzt einmal gefesselt mit dem... Du kommst jetzt hier nicht mehr weg. Von mir jetzt nur schnell ein kleiner Literaturhinweis, weil ich das kürzlich erst wieder gehört habe. Und zwar Emma Goldman hat sich in Anarchism and Other Essays 1911 unwahrscheinlich darüber echauffiert, dass der größte Finanzier der Heilsarmee in den USA ein Whiskyhersteller war. Also ein bisschen drüber nachdenken. Vielleicht. Und in Deutschland gibt es auch immer noch die Sektsteuer für Militärfahrzeuge. Nein, die Sektsteuer ist gebaut, eingeführt worden Ende des 19. Jahrhunderts zur Finanzierung der deutschen Flotte. Just die damit gebaute Flotte liegt am Grunde des Gagarak seit 1918, aber wir zahlen immer noch. Also ich weiß, was du meinst. Das klingt so ein bisschen wie sich selber freikaufen. Ne? Man macht also Alkoholverkauf und dann tut man was für die Folgen. Und da will ich aber eigentlich schon früher ansetzen. Ich will vorsorgen, so gut das geht. Und ich glaube, dass es, also andersrum betrachtet, wir hätten aus der Logik heraus, dass wir keine Drogendealer sein wollen für einen Teil der Kunden, hätten wir einfach kein Bier machen können. Das wäre ganz konsequent. Dann sind wir da raus aus dem Thema. Aber es gibt Bier. Es gibt auch Wodka, es gibt alles Mögliche. Das heißt, wir können, glaube ich, mehr bewirken, wenn wir reingehen in so ein System und da drin vormachen, wie wir glauben, dass es besser gemacht werden könnte. Nämlich 10% der Umsätze in die Vorsorge tun. Ich glaube nicht, dass dadurch mehr Bier verkauft wird. Und das würden wir auch nicht befördern durch den Button irgendwie jetzt korrekt saufen auf den Flaschen oder so. Ne? Das wäre der falsche Weg. Und die anderen 90%, die mit Alkohol sinnvoll umgehen, die muss man auch irgendwie respektieren. Aber eben, das ist zumindest mein Ansatz, nicht von außen meckern, wie es falsch ist, ist auch gut, sondern besser ist reingehen und anders vormachen. Noch letzte Fragen? Nein? Dann danke ich dir sehr viel, dass du heute bei uns warst und würde sagen, ja. Dann der Trollteil. Dann der Trollteil. Danke.